Okay, Leute, dieses Video ist ein ganz anderes, als sonst hier auf diesem Kanal kommt. Ich kann euch aber wirklich empfehlen, jetzt dran zu bleiben. Es ist wirklich was ganz Besonderes und sowas haben wir selbst noch nie gemacht. Uns würde es mega freuen und ich muss auch sagen, wir beide haben vom Dreh ultra viel mitgenommen. Leute, schaut es euch bis zum Ende an. Es ist ultra inspirierend und ich glaube, dem einen oder anderen kann es echt weiterhelfen. Ja, es ist wunderschön. Jetzt aber weiter zum Video, Leute. Es ist wirklich was Besonderes. Willkommen zu einem neuen Ton. Ja. Video. Mit der Marmeladenoma als Gast heute. Und zwar, also ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass sie da sind, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich habe sehr eifrig die Videos und die Streams verfolgt. Habe leider nicht immer Zeit, alles zu sehen. Mhm. Aber Leute, ihr solltet da mal reinschauen. Also ich bin eigentlich nicht eine Einzelperson. Wir sind ein Team. Marmeladenoma und Enkel Janik. Der Enkel Janik sitzt hier hinter der Kamera. Ist auch natürlich immer dabei. Immer dabei und unterstützt, ne? Ja, ohne ihn wäre ich eine Null. Technisch bin ich eine Null. Das ist schön, dass ihr so ein schönes Team bildet. Das machen wir ja auch, wir sind ja auch ein Team. Ja, das ist schon schön. So, und heute geht es darum, dass ihr uns auf Instagram ein paar Fragen gestellt habt. Die werden wir jetzt gleich durchgehen und die zusammen mit der lieben Marmeladenoma beantworten. Okay, wir fangen mit der Frage an, wie geht es euch? Nun ja, Janik hatte einen Sportunfall in der Schule, dem geht es nicht so gut, aber er ist ungeheuer tapfer. Der ist hier mit Krücken angekommen. Und geduldig, ja, ja. Und ich leide etwas unter der Hitze, etwas sehr. Boah, wir auch, auf jeden Fall. Aber in Gemeinschaft leidet sich's besser. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Mia, wie sieht's bei dir aus? Ja, mir geht es auch ganz gut, soweit wieder. Ich bin froh und munter, aber mir macht die Hitze auch sehr zu schaffen. Ja. Ich glaube, ich kann es einfach nur noch mal wiederholen. Ich schwitze mir einen ab hier. Ja, ich muss ja dauernd wischen. Wir haben auch eigentlich eine Klimaanlage hier an, aber wenn wir die jetzt anlassen würden, würde man uns nicht verstehen. Ja. Deswegen. Und Leute, ihr merkt wahrscheinlich schon, irgendwie, das ist ein bisschen komisch. Ich merke schon, das Video insgesamt ist viel ruhiger als unsere sonstigen Videos, aber... Das kommt durch mich. Ja, ich weiß nicht, ich bin auch so, ich muss wirklich zugeben, ich bin ein kleiner Fan von Ihnen, deswegen... Freue ich mich sehr. Aber echt schön, danke. Okay, dann haben wir die erste Frage beantwortet. Dann kommen wir mal direkt zur nächsten. Gibt es etwas im Leben, was ihr gern anders machen wollen würdet, beziehungsweise was ihr gern anders gemacht hättet, so vielleicht in eurem Leben? Im ganzen Leben? Mhm. Ob es da Punkte gab, wo man sagt, oh, da hätte ich das lieber anders gemacht? Tausend Dinge. Ja? Tausend Dinge. Der Mensch macht immer wieder Fehler. Aber vielleicht wären sie dann jetzt ja gar nicht hier, wo sie sind, wenn sie andere Entscheidungen getroffen hätten. Ja, das ganz bestimmt. Mhm. Das ganz bestimmt, ja. Aber man macht immer wieder Fehler, auch wenn man alt und weise ist, man macht Fehler, gell? Aber allein die Einsicht ist ja schon etwas, was man wahrscheinlich gelernt hat über die Zeit. Weil ich muss sagen, ich ärgere mich immer und immer wieder über kleine Sachen, wo ich mir denke, ach, hätte ich da mal irgendwas anders gemacht und vielleicht wäre ich dann jetzt an einer anderen Position nochmal. Das kenne ich sehr gut. Ich brauche sehr lange für Entscheidungen, ich bin ein ganz langsamer Mensch. In meinen körperlichen Bewegungen. Und wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe, passiert mir es oft, dass ich sage, ich hätte doch anders machen sollen. Gell? Mm. Und das lerne ich eigentlich auch nie. Aber wie Sie schon gesagt haben, man muss irgendwie Fehler machen, das gehört irgendwo dazu. Man lernt daraus. Ja, das auf jeden Fall. Aus also ich habe schon. Man, ja. Ich weiß nicht, manchmal habe ich doch das Gefühl, dass ich dieselben Fehler immer und immer wieder mache. Aber gemildert. Ja, das wahrscheinlich schon. Abgemildert. Wie sieht es bei dir aus, Mia? Ja, also ich. Stimme dem zu mit dem, aus Fehlern lernt man. Ich habe immer gesagt, so, dass ich eigentlich nichts anders machen wollen würde, weil ich der geworden bin, der ich bin, dadurch, durch all das. Aber trotzdem sind da Situationen, wenn ich jetzt zurückdenke, halt, die ich halt wirklich gerne anders gemacht hätte. Ich weiß aber auch nicht, ob ich dann jetzt hier wäre, was dann jetzt gewesen wäre, aber es sind halt Situationen, wo ich gedacht hätte, nein, das hätte nicht sein müssen, das hätte ich anders machen können. Ich denke aber auch, wie gesagt, jetzt am Ende so, ist es irgendwie schön, dass wir alle hier sind und dass alle so den Weg gewählt haben, den sie gewählt haben. Ja. Denn sonst wäre dieser Moment jetzt gar nicht hier und über den freue ich mich sehr. Ich auch. So, jetzt kommen wir zu ein paar etwas schwierigeren Fragen, glaube ich. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Und zwar hat eine Zuschauerin gefragt, bitte habt ihr vielleicht einen Tipp für mich gegen Liebeskummer? Liebeskummer. Also ich schlage da immer vor, dass man ganz viel Eis essen soll. Das tut es gar nicht, das Eis schmeckt nicht. Wer soll er oder wer will so beantworten? Sie können auch ruhig einfach sagen. Liebeskummer, muss man durchstehen, bitterlich leiden, ganz bitterlich, weinen, sich zurückziehen, sogar fast nichts mehr essen
Und irgendwann ist ausgestanden und man denkt, nun ja, es hat nicht sollen sein. Genau so denke ich auch. Man muss das durchstehen. Also viel Kraft und Zeit. Du kannst da gar nichts wirklich gegen machen. Man darf es nicht wegschieben. Es hat keinen Sinn, gell? Mhm. Keinen Sinn. Dann ist es eine bittersüße Erinnerung. Leute, ihr hört es hier, das sind, das, ich muss sagen, ich nehme da auch gerade ganz viel draus mit. Das ist nicht nur ein Video gerade für euch, sondern auch irgendwie für uns, glaube ich. Weil ja, ich freue mich wirklich auch, den ein oder anderen Rat mitzubekommen, muss ich wirklich sagen. Okay, Leute, boah, was wir für heftige Fragen so einfach schon beantworten können, das ist gut. Aber jetzt habe ich noch eine passende Frage von Liebeskummer zur Liebe hin. Wie fühlt es sich eigentlich an, verliebt zu sein? Was denkt ihr dann? Müsste der Junge doch sagen. Ja, also bei mir... Ich würde sagen, es gibt da verschiedene Ebenen. Zu Anfang ist es dieses typische Bauchkribbeln, was man hat, diese Schmetterlinge im Bauch. Und dann vielleicht, dass man nur noch an eine Person denkt, dass man die ganze Zeit im Kopf hat. Und dann irgendwann, wenn man, glaube ich, länger mit einer Person zusammen ist, wird das zu was anderem. Und ich glaube, ich habe noch lange nicht alle Ebenen da für mich erforscht. Ich meine, meine längste Beziehung war, glaube ich, 2 Jahre lang. Und da war es einfach so, dass es mit der Zeit einfach ganz, ganz starkes Vertrauen wurde und das... Ja, auf eine andere Ebene, wie gesagt, kam. Ich weiß natürlich nicht, wie das dann sich noch verändert. So, vielleicht finde ich das irgendwann noch heraus. Also ich finde es eigentlich schade, dass dass so viele Ehen heute so schnell abgebrochen werden. Mhm. Ja. Ich war 55 Jahre verheiratet und habe gemerkt, dass eben das Vertrauen und das eng beieinander sein immer stärker wird. Immer stärker wird. Und wenn es dann aufhört, ist es schon sehr bitter. Ja. Sehr bitter. Durch den Tod natürlich. Bis dass der Tod euch scheidet. Aber ich finde es schön, dass Sie das ansprechen, mit dem, dass mittlerweile die Beziehungen so schnelllebig wirken. Ja, die Zeit ist halt eine ganz andere und ich finde es aber eine ganz, ganz doofe Wendung, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es sind mittlerweile so viele Faktoren, die dazu führen, dass Beziehungen so schnelllebig sind. Ich meine, allein heutzutage, wenn man, was weiß ich, Schluss mit seiner Freundin hat, dann kann man innerhalb von ein paar Klicks auf dem Handy sich direkt mit der nächsten treffen. Und vielleicht ist das so ein bisschen zu einfach geworden heutzutage und man umgeht ganz viele Wege. Also ich würde mir auch ehrlich gesagt wünschen, dass Ehen, wie Sie sagen, länger halten. Man muss eben einfach auch miteinander arbeiten. Der eine muss den anderen, man muss sich gegenseitig entgegenkommen. Man muss arbeiten an so einem Verhältnis. Es ist nicht immer Zucker. Die ganze Zeit, gell? Es ist vor allen Dingen, manchmal kommt mein Dialekt durch, vor allen Dingen ist es sehr schlimm für Kinder, wenn Kinder da sind. Ich habe so viele unglückliche Kinder kennengelernt durch geschiedene Ehen. Und das finde ich ganz arg schlimm. Aber wie ist das, wenn Ehen auseinandergehen, beziehungsweise zusammenbleiben nur wegen den Kindern? Ist das dann der richtige Weg? Also sowas habe ich auch schon mal mitbekommen, dass die dann einfach sagen, ach komm, wir machen jetzt einfach wegen den Kindern. Ja, die Kinder sind der Hauptgrund, dass man dennoch zusammenbleibt. Also ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung. Mhm. Keiner, ich glaube, dass niemand an einem Stück mit einem Partner glücklich ist. Oder? Mhm. Aber da sind die Kinder schon ein wichtiger Grund, dass man denkt, ich will ihnen die Heimat nicht nehmen und die Gelegenheiten, die sie auch haben. Das ist schon ein wichtiger Grund. Gell. Aber nur auch nicht. Es ist ja doch immer noch viel Liebe da und viel zueinander gehören. Aber es wird heute so schnell weggewischt. Mhm. Auf jeden Fall erstmal danke für das ganze Teilen dieser Sachen, weil ich meine, es ist ja schon sind ja schon sehr private Dinge auch ab und zu. Wichtig finde ich, dass man auch aus seiner Erfahrung mitteilt. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich muss wirklich sagen, dass ich auch was davon mitnehme, finde ich. Ne? Finde ich sehr schön. Ich frage mich, ab wann der Punkt dann ist, wo man beispielsweise merkt, dass das vielleicht nicht der richtige Partner ist. So, dass man sagt... Ja, wo okay, das Kämpfen zu viel wird, meinst du? Zum Beispiel, vielleicht ist das so ein Punkt oder... Kann natürlich auch sein, ja. Weil ich denke halt auch eigentlich, dass man an sowas arbeiten muss. Das ist halt nicht immer alles super. Das ist voll normal. Und es kann noch länger dauern. Aber ich frage mich dann immer, wo dann dieser Punkt ist, wo man wirklich sagt, das passt halt nicht. Weil das gibt es ja halt tatsächlich auch. Dass man denkt, man passt zusammen, aber dass es dann halt doch nicht so ist. Ja, da haben Sie recht. Das ist schwierig. Da haben Sie recht, ja, das ist dann auch nichts mehr. Gell? Mhm. Aber wenn dann die Trennung kommt und wenn Kinder da sind, sollte man das in Frieden machen. Und dass die Kinder nicht dann eben von Vater zu Mutter laufen müssen und, und dass es keine Gemeinsamkeit mehr gibt. Die Möglichkeit besteht ja, dass man sich in Frieden dann trennt. Gell? Mhm.
mir echt nass. Wollen Sie einen Schluck trinken? Nee, okay. Ist auch nichts. Oh, das ist echt. Das Schlimmste ist dann immer noch mit den Scheinwerfern, ne? Dann wird es ja noch heißer. Es trifft ja alle, dann hat das Publikum auch Verständnis. Ja, auf jeden Fall. Die verstehen das auf jeden Fall. Alle. Okay, das war eine schöne Frage, aber darüber werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen nachdenken. Ja, schon eine wichtige Frage. Ja. Was war bis jetzt der schönste Moment in eurem Leben? In meinem? Mhm. Das waren 3 Momente, die Geburten meiner 3 Kinder. Oh, das ist schön. Das waren die schönsten Momente. Das ist das größte Glück für mich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das muss unglaublich sein. Ja, doch. Es ist sehr schwer, es ist sehr schmerzhaft. Ja gut, das glaube ich auch. Aber sobald sie da sind, ist es vergessen. Hm. Man ist unendlich glücklich. Ja, unendlich glücklich. So schön. Ja, doch. Ich weiß gar nicht, was bei mir der schönste Moment in meinem Leben ist. Ich weiß, dass es schon schöne Momente gab, aber jetzt so auf einen Moment zu kommen, ist ganz schwer für mich. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann die Sie können ja damit auch nicht dienen. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt schon ein Kind hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch für mich der Moment. Ist schon unglaublich, unglaublich, auch für die Männer. Hast du es, Nia? Oder hast du... Nee, ich kann es echt nicht beantworten. Also so ein wirklicher Moment, wo ich sage, das ist der schönste Moment gewesen, hatte ich nicht. Ich hatte zwar viele schöne Momente, aber so. Den einen gab es vielleicht noch nicht. Vielleicht ist es dann auch bei uns irgendwann der Moment, wenn wir irgendwann Kinder haben. Ja, ich glaube auch. Also ich wünsche mir Kinder. Es könnte schon sein, dass ihr mal jemanden kennenlernt und ihr denkt dann, ja, das ist die Erfüllung. So was gibt's auch. Ich wüsste gerne, fragt die Nächste, wie man seinen Eltern etwas beichtet, wenn man Mist gebaut hat. Gab es schon mal so eine Situation, wo sie Mist gebaut haben und das irgendwie beichten mussten? Den Eltern. Ja, oder der Vertrauensperson oder irgendjemand, der einem nahe stand. Ich weiß nicht, ob ich gebeichtet habe, ob ich es mit mir selber ausgemacht habe. Wahrscheinlich habe ich selber mit mir ausgemacht. Also ich habe einmal... Da habe ich damals PC-Verbot gehabt, da durfte ich nicht mehr an PC, nach 8 Uhr glaube ich immer. Mhm. Und dann haben meine Eltern mir mein Internetkabel weggenommen. Mhm. Und ich habe mir dann heimlich einen Internet-Stick geholt, über den ich dann abends und nachts noch ins Internet konnte. Das habe ich meiner Mama ganz lang verheimlicht, aber irgendwann habe ich es ihr gebeichtet. Ich war einfach ganz ehrlich und habe gesagt, Mama, ich habe das gemacht und das war nicht nett. Und ja, somit... Ich glaube, meine Mutter hat geschätzt, sehr wertgeschätzt, dass ich so ehrlich einfach war. Zwar auch ein bisschen zu spät dann, aber ja. Dann bist du ein besserer Mensch als ich. Vielleicht habe ich auch noch nicht alles gebeichtet am besten. Wirklich? Ich habe möglichst das dann mit mir... Ich hatte natürlich auch ganz andere Situationen. Mhm. Ich habe mit 7 Jahren schon eine Stiefmutter bekommen. Und da hat man sowieso dann viel verheimlicht. Mhm. Gell, da. Um zu überleben. Ja. Um zu überleben. Ja. Und Frauen sind noch ein bisschen anders als Männer. Männer sind generell gerader als wir Frauen. Finde ich als Frau. Nia, hast du schon mal was beichten müssen? Ja, und wenn ja, wie? Ich habe aber auch eher mehr so versucht, viele Sachen einfach zu vermeiden, wo ich gedacht habe, so, okay, das kann ich vielleicht sogar mit ins Grab nehmen. So. Und wenn, dann habe ich das immer versucht. Meistens irgendwie runterzuspielen so, und hab dann so angefangen, da lagen so vielleicht ein paar Glasscherben oder irgendwie sowas. Und ja, das war Glas oder das war ein teures Glas. Und ganz langsam rausgekommen. Also das eher so auf dem kriechenden Weg dahin ist zu sein. Eigentlich so. Hart kriechen. Also außerdem hatte ich einen wundervollen Vater. Ich hatte gar nicht nötig, Angst zu haben. Irgendwie. Das ist das schön. Ja, der war weit seiner Zeit voraus. Früher hat man ja die Kinder noch geschlagen, das kam bei uns nie in Frage. Der ging auch in die Schule und hat gesagt, meine Kinder werden nicht geschlagen. Mit Erfolg, wir sind nie geschlagen worden. Gell. Vielleicht daher auch. Und von der Stiefmutter hat man sich halt dann schon, da hat man schon geschwindelt und Sachen verborgen. Gell. Weil die hat einen da gar nicht verstanden. Oh, ich schwitze auch unglaublich. Also es läuft mir noch nicht. Wir brauchen aber auch nicht mehr lange. Wir haben hier schon fast alles. Naja, ich bin geduldig. Das ist eine große Eigenschaft von mir. Geduld. Ich bin ganz ungeduldig. Haben Sie da vielleicht einen Tipp für mich? Sich vornehmen, geduldiger zu werden. Allein dafür bin ich zu ungeduldig. Das kenne ich.
Okay, die nächste Frage von einem der Zuschauer. Wie wird man selbstbewusst? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Da habe ich auch lange gebraucht, durch diese Stiefmutter. Aber es ist ja irgendwo ein Prozess, ne? Dass man irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie versucht, einmal in einem Moment mutiger zu sein und dann positive Erfahrungen dadurch vielleicht sammelt und dann... Mutig war ich schon immer. Mhm. Wir haben im Krieg als Kinder schon Feuer gelöscht und wahnsinnige Dinge durchgemacht. Mut hatte ich immer. Aber dass ich mich hochgeachtet habe, so, das hat lange gebraucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll. In dem Moment, wo ich ein junges Mädchen war und gemerkt habe, oh, der blinzelt ja zu und jener. Und das hat mir ganz arg geholfen. Mhm. Da hat es dann so langsam angefangen, ich bin ja wer, ich bin ja wer. Voll schön. Nee, hast du vielleicht einen Tipp, wie man selbstbewusster werden kann? Ich glaube, es hilft wirklich, wenn man versucht, aus sich rauszukommen so ein bisschen. Und bei uns Männern dann wahrscheinlich eher so, dass auch man Zuspruch bekommt von anderen Menschen, so wenn man was... Das ist wichtig, ja. Ja, weil ich hatte nämlich... Zuspruch ist wichtig, ja. Ich hatte früher in der Schulzeit so eine Phase, da war es halt, da war es gar nicht vorhanden. Da waren auch, da hatte ich auch irgendwie mal so Gespräche mit dem Direktor und so, wo ich dann, ich konnte den Leuten auch gar nicht so in die Augen gucken. Und irgendwann war das halt weg, da war ich dann wieder richtig selbstbewusst geworden, da war alles voll super. Und ja, jetzt ist das gerade wieder so ein bisschen, dass ich wieder so mich eine Zeit lang verkrochen hatte, so aus verschiedenen Gründen, aber ich komme da auch langsam wieder raus. Ich glaube, dieser Zuspruch von Freunden vor allem und vielleicht auch von fremden Leuten. Ich meine, zum Beispiel, wir haben das ja auch mal gemacht, dass wir Leuten so auf der Straße einfach Komplimente gemacht haben. Also ich glaube auch einfach, dass man, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt gehabt, dass man vielleicht manchmal denkt, zum Beispiel wenn wir jetzt hier zusammensitzen und ich sage, oh ich finde, sie sehen heute sehr schön aus, dass ich finde auch, dass man sowas mitteilen soll immer. Weil, wie Sie schon sagen, sowas baut auch. Mache ich ganz spontan. Ja. Ich habe ganz schlimme Sachen an mir. Aber erst seit ich so alt bin, da erlaube ich mir es dann. Ich kann sagen, ich kann einem Mann an den Bart lang und sagen, mein Gott, haben Sie einen schönen Bart. Fremden Mann auf der Straße. Machen Sie das? Ja, ja. Oh. So Zeugs mache ich auch. Ziemlich verrückt. Erst seit ich alt bin, gell? Wenn man jung ist, dann wird es falsch ausgelegt, gell? Es kommt drauf an, glaube ich. Auch, aber ich glaube auch, es ist einfacher, wenn man ein bisschen älter dann viel, ist. Viel. Das Alter ist einerseits schlimm und anstrengend, körperlich vor allen Dingen. Aber Selbstbewusstsein muss dann da sein im Alter. Das muss man erreicht haben. Und man kann sich auch viel erlauben. Ich finde, das klingt immer nach einer ganz schönen Eigenschaft, die Sie an sich haben, wenn Sie wirklich auf der Straße einfach so Menschen so Komplimente machen. Das finde ich, das erwärmt mein Herz wirklich. Weil ich würde sagen, ich muss das nämlich auch noch ein bisschen lernen. Ich würde auch viel lieber noch viel offener sein auf der Straße. Aber ich arbeite da immer an mir. Und die Menschen freuen sich nämlich. Auf jeden Fall. Wenn ich so durch Ettlingen laufe und beim Einkaufen bin und sowas, die meisten Menschen laufen mit so Gesichtern und sie essen wunderbare Sachen auf der Straße und machen Gesichter, als ob sie Dreck essen würde, gell? Das mache ich auch. Oder ich sage irgendwas zu ihnen und plötzlich geht die Sonne auf, gell? Ich hab immer die Hoffnung, dass wenn ich jemanden anlächle, dass der vielleicht dadurch lächelt und noch jemand anders irgendwo anlächelt und sich dann so eine kleine Lawine dadurch entwickelt. Und die freut sich dann. Ja, total. Ja, ja. Weil die meisten Menschen haben ja Angst, zu viel zu sagen und sich... preiszugeben. Und das hat man halt im Alter nicht mehr. Also ich zumindest nicht. Leute, ich finde, das ist ein super schöner Abschluss fürs Video. Leute, lächelt doch vielleicht einfach mal irgendwelche Menschen an. Ja. Teilt ein bisschen was von eurer Liebe, die ihr vielleicht zu geben habt. Und ich würde gern eins noch sagen. Auf jeden Fall. Ich bin ein großer Anhänger von Gandhi. Mhm. Hat mich auch nach dem Kriegsende ziemlich gerettet. Da war ja alles kaputt, der Glaube alles. Und er sagte... Nur die Liebe kann die Welt noch retten. Und das ist ein Satz, den ich sehr in mir habe und oft sage. Gell? Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Also, das ist der Abschluss. Das ist super. Ich wollte nochmal Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier bei uns zu Besuch waren. Mich auch. Das ist, ich muss ehrlich sagen, so... Für mich ist es auch schön. Außer die Hitze. Eine Gamescom haben wir uns gehabt. Ja. Aber das war so schön. Das war wirklich schön. Das war was Spontane. Wissen Sie noch, was Sie zu mir gesagt haben? Ich sag's wieder Sie. Weißt du noch, was du zu mir gesagt hast? Ich weiß es nicht mehr. Janik, du weißt es, glaub ich, noch, oder? Also, ich hab's nicht vergessen. Ich fand das so süß. Das hat wirklich mein Herz erwärmt. Weil wir haben uns dann kurz darüber unterhalten, wo wir uns denn vielleicht wiedersehen, bei welchem Event. Mhm. Und dann haben wir aber keinen Termin gefunden, wo wir uns wiedersehen. Mhm. Und dann haben Sie zu mir gesagt, ja genau, da haben Sie die Hand auf meine Wange gelegt und haben gesagt, dass
wir auch verbunden sind, wenn wir nicht wirklich beisammen sind. Ja, das empfinde ich ganz stark. Und das hat mir wirklich, wirklich den Tag um tausendfaches schöner gemacht. Das empfinde ich ganz stark. Heute Nachmittag wieder bei den wirklich furchtbar netten jungen Männern. Dann kommt immer erst der Gedanke, ach gut, die sehe ich jetzt nie wieder. Und dann sage ich gleich, doch, du hast sie ja. Du hast sie ja gehabt. Du musst sie einfach da lassen. Und so ging was mit dir auch. Oh, Leute. Schaut, und das fehlt euch heute ganz arg. Dieses gut zueinander sein, dieses nahe sein. Ihr schreibt auch keine Briefe mehr. Ihr sitzt nur zusammen. Also ich rede von Menschen, die ich kenne. Mhm. Und habt das Handy da in der Hand. Wir haben früher in meinem Elternhaus, wir waren eine große Familie, 10 Personen. Wir haben abends, hat mein Vater vorgelesen, oder wir haben gesungen und die haben diskutiert, wild diskutiert, da ging es oft zu. Das ist alles weg heute. Mhm. Und da habt ihr irgendwie einen Mangel. Ich glaube, dass man sich sowas immer wieder bewusst werden muss, dass wirklich so eine krasse Wandlung da irgendwie stattgefunden hat. Ja. Und dass man sich vielleicht Kleinigkeiten immer wieder zurückholen sollte. Ich finde zum Beispiel das mit dem Briefeschreiben eine sehr schöne Sache. Das ist sehr gut und angekommen. Da habe ich auch wirklich oft drüber nachgedacht, dass ich gerne auch sowas wieder in mein Leben implementieren würde. Dass ich, keine Ahnung, wenn ich irgendwie Streit mit jemandem habe und vielleicht meine Gedanken einfach runterschreibe, dass es viel schöner ist, einen Brief wirklich vielleicht fertig zu machen für die Person, anstatt hier einmal kurz eine Nachricht zu schreiben das oder ist so. Kalt. Genau, kalt, das ist der Unterschied. Kalt, ist kalt. Deswegen, das würde ich mir nämlich voll gerne aneignen. Ich habe so viele Fans, die noch nie einen Brief geschrieben haben oder wieder anfangen. Hm. Das finde ich dermaßen rührend, weil sie es dann einfach zuerst mir zu lieb machen und dann gibt es eine ganz lange Brieffreundschaft. Es gibt auch sehr viele unglückliche Menschen, die durch diese Briefe die hin und her gehen, denen kann man helfen, weil sie einfach Zuwendung brauchen. Mhm. Und das kriegen wir durch ihr Handy nicht. Das stimmt, das stimmt. Ja, damit wollen wir es gerne hier beenden. Leute, wirklich nochmal Dankeschön an Marmeladenoma und an den Enkel Janik, dass ihr hier als Team zusammen vorbeigekommen seid und dass ihr mit uns gedreht habt. Wir freuen uns und wir werden uns... genauso schön, gell Janik? Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Event dann wieder. Und ja, auch eine Lichtgestalt. Dich habe ich nicht gekannt. Entschuldige, gell? Ja, gut. Aber du hast eine ganz tolle Ausstrahlung. Dankeschön. Oh, ich bin... Leute, so eine Art von Video, glaube ich, gab es auf diesem Kanal noch nie. Ich bin sehr glücklich, dass jetzt so ein Video mal entstanden ist. Falls es euch gefallen hat, schreibt uns gern eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Ja. Und checkt auf jeden Fall den Kanal von der Marmeladenoma und Enkel Janik aus. Da kommen auch immer viele schöne Sachen. Danke, und, danke. Und viele Livestreams, ne, auch. Ja, macht der Janik alles. Der hatte die tollsten Ideen. Wahnsinn, perfekt. Wahnsinn. Es gibt auch bei mir Leute bei, die, jeder Dritte, der mir schreibt, dass er abends sein iPad mit ins Bett nimmt, weil er nicht einschlafen kann. Und seit er unsere Videos liest, schläft er ein. Dann habe ich meinem Spaß gesagt, ich weiß, ich bin die schlafverblendete Erzählerin. Also ich muss sagen, es ist wirklich sehr angenehm, ihre Stimme zu lauschen. So. Wir haben auch noch ein Video auf dem Kanal von der Marmeladenoma und Enkel Janik gedreht. Das heißt, das wird hier gleich eingeblendet, da könnt ihr dann draufklicken, falls ihr Lust habt, euch das anzugucken. Ist bestimmt sehr cool geworden, wir haben es noch nicht gedreht, aber wir drehen es jetzt gleich. Und ja, Leute, das war's für dieses Tour. Ja. Video. Danke fürs Zuschauen. Danke, danke, Adi. Ich glaube, so beruhigt waren wir noch nie in einem Video und so lieb. Ja, wir sind oft sehr aufgedreht. Das ist sehr schön, gerade mal so ein... Sehr, sehr erfreuend für uns. Ja, jetzt machen wir mal hier schnell wieder Fenster auf und frische Luft.